Geht der Beruf meiner Tante auch? Es sollte schon der Beruf eines Elternteils sein. Meinen Vater sehe ich nie und meine Mutter ist tot. Da hätte ich meine Ruhe. Ich grab mir ein Loch in eine Düne, ohne Wasser, ohne Luft, ohne alles. Ist mir egal. Hauptsache, ich bin dich los. Ich müsste deine Stimme nicht mehr hören, dein blödes Gemecker, deine Vorwürfe, deine Kritik. Dir kann man nie was recht machen. Wenn es bei dir zu Hause echt so schlimm ist, Überherr, kannst du gern die Wochenenden bei uns wohnen. Als er klein war, hat er mir alles erzählt. Jetzt darf ich bloß noch meinen Mund halten. Egal, was ich sage, es ist falsch. Ich bin wohl nicht dazu geschaffen, eine Mutter zu haben. Vielleicht ist deine Mutter nicht dazu geschaffen, einen Sohn zu haben. Für die meisten Leute ist es eine Sünde, ihre Mutter zu hassen. Doch das sind für mich Heuchler. Sie haben ihre Mutter sicher auch schon mal gehasst. Möglicherweise eine Sekunde, möglicherweise ein Jahr lang. Jetzt vielleicht nicht mehr, vielleicht haben sie es vergessen, ich weiß nicht. Aber gehasst haben sie sie. Du kommst nächste Woche auf ein Internat. So wie es aussieht, brauchst du eine feste Hand, Hubert. Deine Mutter kann... Meine Mutter kann mich nicht mehr ertragen, stimmt's? Hubert, das ist es nicht. Was ist es dann? Sehe ich etwa aus, als wäre ich tot? Ich hasse dich!